Hey Leute und willkommen zu Dragon Quest Monsters Joker 2. Was ist das denn? Erstmal ist es ein kleines Vorgestellt-Video, angezockt-Video von mir, um es euch mal zu zeigen. Denn ich finde die Dragon Quest Monsters-Reihe echt geil. In vielen Punkten sogar oft besser als Pokémon. Hat er nicht gesagt. Doch, Dragon Quest Monsters auf dem Game Boy Color war mein erstes, das war mega geil. Dann gab es Joker und Joker 2 für Nintendo DS. Und dann gab es auch noch Jokers 3 für den 3DS, aber leider nur in Japan. Ob ich das mal auf Englisch oder so finden kann, muss ich gucken. Heute gucken wir uns einfach Jokers 2 an, um euch ein bisschen die Welt näher zu bringen, die ich so gefeiert habe. In dieser Zeit. Ne? Es war einfach geil und es hat Spaß gemacht. Und wir gehen einfach mal rein. Wir heißen natürlich Rabbit, ganz klar. Das Intro werde ich euch überspringen, weil das ist mega lange und jetzt glaube ich auch nicht wirklich spannend. Dragon Quest, übrigens, egal ob Monsters oder ohne Monster, ist vom Akira Toriyama. Hm? Dragon Ball, Dragon Quest und ich glaube Blue Dragon ist alles von Akira Toriyama. Hier rechts übrigens seht ihr den Hauptbildschirm meines Nintendo DS, den ich gerade benutze. Und hier unter mir den Zweitbildschirm vom Nintendo DS, den ich gerade benutze. Aber ja, ich werde mal das Intro ein bisschen überspringen. Es geht darum, wie gesagt, dass alle halt, ja, dass es gewisse Trainer gab, die eben diese Monster hatten und damit Duelle gemacht haben und so weiter und so weiter. Es war eine geile Zeit. Ich sag früher, ja, wie ich noch jung war, ne? Aber jetzt in Jokers 2 sieht die Welt schon ein bisschen anders aus. Trotzdessen werden wir Monster fangen. Und das Geile ist, mal kurz zur Erklärung noch, bei Dragon Quest ist es so, bei Dragon Quest Monsters, du kannst zwei Monster paaren, die gehen dann weg. Also so war es im ersten Dragon Quest Monsters Spiel. Und dann bleibt ein Kind zurück. Und das ist nicht das gleiche wie die Eltern. Also nicht wie im Pokémon, dass du dir 12.000 Dittos erzeugst zum Beispiel. Sondern du kriegst mal andere Monster. Das heißt, du willst mal mehr und mehr kombinieren, um neue Monster zu erschaffen. Und das Beste und Stärkste zu finden am Ende. Und das ist halt richtig geil, ne? Das ist ein großer Unterschied zu allen anderen Monsterspielen sozusagen, ne? Weil eben diese... Ja, das ist halt geil, zwei verschiedene Monster zu kombinieren und kommt was Drittes dabei raus, das ist einfach der Hammer. Aber ja, ich bespringe mal das Intro und dann geht's los. So Leute, wir sind nun ein blinder Passagier an Bord eines Luftschiffes. Und ja, natürlich Leute, die Grafik, ne, ist nicht die beste der Welt. Es ist aus dem Jahr 2010, es ist für Nintendo DS, wo man so ein großes Bildschirm hat, wenn überhaupt, ne. Und natürlich ist die Grafik nicht dafür ausgelegt. Trotzdem, um sowas geht's einem nicht bei so einem Spiel, ne. Um die Grafik geht's nie, Leute. Es geht um das Gameplay. Okay, eine Passagiertruhe, die fest verschlossen ist. Können wir irgendwas klauen hier? Nee, sieht schlecht aus. Aber ich kann versprechen, es ist einfach geil. Und die Grafik hat uns ja noch nie gestört in meinen ganzen Retro-Videos. Wir haben schon viele Spiele auf dem Game Boy Advance uns angesehen und so weiter. Und die Grafik war immer nebensächlich, ne? Die ist einfach, soll ich sagen, die ist nicht interessant. Ne? Da oben ist nichts. Okay, geht's hier runter? Okay, mal runter. Es geht nämlich ums Gameplay, Leute. Das verstehen auch viele Leute, glaube ich, gar nicht heutzutage. Immer nur Grafik, Grafik, Grafik. Okay, hier ist jemand. Wir müssen mir loswerden. Wie werde ich den los? Wir gehen mal hoch, würde ich sagen. Nein, wir verstecken uns. Nein, ich wollte doch gerade nach oben gehen, Mann. Wir dürfen nirgendwo hingehen? Okay. Wir verstecken uns wieder in unserer Kiste, bevor jemand kommt, ne? Rein in die Kiste, Leute. Ist das ein kleines Vieh? Ja, das ist sowas. Etwas, was ich gerne fangen würde und direkt paaren, um was Neues daraus zu schaffen. Hätte ich mehr Lust drauf. Hat es uns entdeckt? Oh oh. Habt ihr den Gesichtsausdruck gesehen? Ich habe mich fast eingeschissen. Ist was in der Kiste drin? Ja, da ist vielleicht was in der Kiste drin. Das ist das, was wir übrigens sehen, aus dem Spalt raus. Warum ist das so creepy? Ja, wir sind ein blinder Passagier. Scheiße nicht ins Knie. Die sollen nicht so aufregen. Wir sind nur ein blinder Passagier. Oh oh. Und ja, unser Charakter, wie gesagt, sieht aus wie Son Goku. Warum? Weil das alles zu Akira Toriyama gehört. Wir wollen zur Monster-Scout-Weltmeisterschaft, richtig? Wir wollen es durchschmarotzen im Laderaum. Was wollen sie denn machen? Wollen sie uns rauswerfen oder was? Wir sehen aus wie Goku. Wir sehen aus wie Goku. Ja, ich weiß, wie gesagt, vergesst die Grafik bei solchen Spielen. Egal welches. Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color, Nintendo DS, 3DS ist die Grafik auch nicht der Hammer. Vergesst das alles am besten, Leute. Beschäftigt euch nicht mit so einem Scheiß, sondern wie gesagt mit dem Gameplay, ne? Und ja, wir sind blinder Passagier, nehmt uns doch einfach mit, ne? Oh, ich liebe so Retro-Sachen, ne? Ich liebe es einfach. Und warum? Weil sie heutzutage sowas einfach nicht mehr machen, ne?
Sie sind selber schuld. Warum bringen sie keinen Dragon Quest auf die Nintendo Switch? Na, ich warte noch immer drauf. Ein Dragon Quest Monsters auf Nintendo Switch. Das Spiel hier ist 10 Jahre alt. Dragon Quest Jokers 3 ist 4 Jahre alt. Also es ist theoretisch nicht unwahrscheinlich, dass auch eins für die Switch kommt. Ich würde es den ganzen Tag spielen. Okay, wir werden jetzt einfach hier ein bisschen arbeiten. Rabbit arbeitet jetzt als neuer Schiffsjunge auf der Albatros. Mein Wunschziel ist erreicht, Leute. Ich habe einen neuen Job gefunden. Also auf der Albatros. Okay. Ja dann, wenn das so ist, dann... Oh, da ist eine Kiste. Ah, alles verschlossen. Das ist nicht wie im Pokémon. Im Pokémon kannst du halt jeden Scheiß klauen, ne? Man kann es natürlich auch umsehen. Ah, hier sind die Schultertasten. Mit den Schultertasten des Nintendo DS kann man sie auch umsehen. Aber ich hatte die Schultertasten ja eigentlich gar nicht. Hier sind komische Automaten. Okay. Wir wollen auf jeden Fall zur Weltmeisterschaft. Warum steht der alte Mann da im Weg? Wir müssen aber eh nach unten in den Maschinenraum. So ein bisschen vorantasten hier. Falls es irgendwie zu zäh wird, werde ich das mal rausschneiden und... Was ist der Mann hier? Heini? Ist der Heini? Er spürt schon die Monster. Ist unser Professor Eicher, also anscheinend, okay. Aber ich will auch selber Monster fangen und trainieren, ne? Da sind überall Kisten, Leute. Auch hier beim Maschinisten. Aber alles ist verschlossen. Ich will halt einfach alles klauen. Kennt ihr das Problem? Hier gibt es aber auch nicht viel zu tun. Weiß ich eigentlich, was wir tun sollen. Der Typ redet auch nicht viel Interessantes. Wir werden irgendeinen Weg finden müssen, zu arbeiten wahrscheinlich. Was zeigt uns der alte Mann? Monster! Und genau die meine ich hier. Die kannst du fangen. Trainier natürlich auch, ne? Diese Paprika. Und dann kannst du sie kombinieren zu einem kompletten neuen Monster, bis du am Ende ein OP-Monster hast. Das ist so geil, das Konzept. Ich verstehe nicht, warum das sonst keiner macht. Wenn du ein Spiel kennst, was auch so auf dem basiert, schreibst du gerne Kommentare. Oder wenn du sagst, Rabbit, du musst unbedingt mal in dieses Nintendo DS-Spiel reingucken, schreib in die Kommentare, welches soll ich mir angucken. Wir haben ja auch sehr viele Game Boy Advance-Spiele gesehen. Und ja, ein schönes Monster-Gehege hast du. Okay, in diesem Pult können Monster abgegeben oder abgeholt werden. Und meine Monster können da auch untergebracht werden. Aber wir haben noch keine. Das große Problem ist, wir haben halt noch keine. Ich will auch ein Monster, Mann. Ich will auch ein Monster. Okay, hier fliegen welche rum. Der Geist. Willkommen, Benutzerdaten laden. Keine Benutzerdaten gefunden. Ja, weil wir noch kein Monster haben. Da fliegt ein Geist um uns rum. Also schon geil, dass jeder so ein Monster-Gehege hat. Okay. Oh, das ist die geheime Tür. Ah, ich habe schon ewig nicht mehr gespielt, das Spiel, ne? Ich habe, glaube ich, auch nie Monsters Joker 2 gespielt. Alles ist ja verschlossen. Ich habe nur Joker 1 gespielt. An Nintendo DS. Ich soll es mal nachholen und nachkaufen. Bin mal überlegen. Je nachdem, wie gut mir das Spiel hier jetzt gefällt, umso eher kaufe ich mir das auch für Nintendo DS. Denn ich habe natürlich einen Nintendo DS und 3DS. Ne? Und da werde ich mir vielleicht holen. Ne? Was ist hier los? Warum ist es aggressiv? Warum ist es aggressiv? Wir müssen es töten. Wir müssen es einschläfern. Was ist los? Erdbeben! Erdbeben! Hä? Was geht hier ab? Werden wir angegriffen? Hä? Was passiert hier? Was passiert hier? Hilfe, 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 Captain! Oh Gott. Unser Kahn bricht auseinander. Oh mein Gott. Pilotenraum erzählen, Captain, was los ist? Oh Gott, bisher bin ich nur langweilig hin und her gelaufen. Ich will Monster. Werden wir abstürzen? Werden wir abstürzen? Das ist unser Luftschiff, in dem wir rumfliegen, by the way. Ist das aus Holz? Ich bin mir nicht sicher. What the fuck? Wer fliegt in einem Holzluftschiff durch das Gewitter? Oder greift uns das an? Ich sehe auch nur einen Pixelhaufen wie ihr. Aber irgendwas greift uns da an. Ich will auch nur raus hier. Was ist das, Violette? Ist das Mewtwo? Es ist Mewtwo, oder? Ich will nur raus hier und endlich selbst ein Monster fangen und kämpfen und züchten und... Leute, wenn ihr übrigens mehr sehen wollt, gerne Däumchen nach oben. Wie gesagt, ihr werdet es nicht bereuen. Ich habe so Bock auf das Game. Ich habe so Bock auf das Game. Oldschool ist immer das Beste. Wenn sie schon keine neuen guten Spiele machen, dann halt die alten. Jupp, wir sind abgestürzt. Schön gemacht. Schön gemacht, Captain. Da fliegt man einmal als blinder Passagier mit und stürzt einfach ab. Toll. Muss ich jetzt ein Monster suchen vielleicht? Da sind wir abgestürzt. Okay. Ich habe Teleportation erlernt. Ich habe gegen einen Stein getreten. Was? Ah, man kann sich jetzt von Ort zu Ort teleportieren. Mega geil. Aber ich würde gerne mal wissen, ob der Captain noch lebt. Kann man hier die Ranken hochklettern? Captain, bist du noch am Leben? Oder ist das Raumschiff jetzt... Das Luftschiff jetzt leer?
Sieht leer aus. Anscheinend sind alle geflüchtet. Captain ist auch nicht da. Kann ich jetzt die Kiste looten? Da war eine Kiste vorher irgendwo. Ah, noch immer verschlossen. Scheiße. Okay, man kann jetzt nicht zufällig looten, nachdem man abgestürzt ist. Schade. Monster ist noch eines da. Ein Monster ist noch da. Ist das ein Zeichen, dass ich das Monster haben kann? Kann man irgendwie runtergehen zu den Monstern? Ne, hier nicht. Kann man irgendwie runter? Da ist ein Monster und ich hätte es gern. Eines ist noch da. Aber wir haben noch immer kein Benutzerkonto. Schade, ich will das Monster gerne haben. Wenn noch eins da ist, das ist doch ein Zeichen, oder? Aber ja, schade. Okay, abgestürzt, alles im Arsch. Ja, das war's dann wohl. Ne? Dann gehen wir wieder raus, ne? Ist da wer? Wo? Hey! Ich kenne mich doch. Blinder Passagier. Ja, wir leben noch. Wer bist du? Er heißt übrigens Kalle Kesselflicker. What the fuck? An Bord sind alle verschwunden. Und wir stecken im Dschungel fest. Okay. Was war das? Sieht nur ein Riesenmonster aus, glaube ich. Ist lustig, dass ihr das Bild sogar größer seht als ich. Okay, wir haben ein Monsterproblem. Und alle anderen sind verschwunden. Wir brauchen auch ein Monster. Erstmal schlafen und dann weitergehen. Okay. Oh, lange Nacht. So, was ist jetzt los? Riech mal ein Monster. Gehen zum Mal, er hat einen Plan. Okay. Wir gehen in den Dschungel. Okay. Die unsere Hilfe brauchen. Nein, wir haben noch kein Monster. Was? Er gibt uns ein Monster? Er gibt uns ein Monster? Er will uns ein Monster geben? Kriegen wir den kleinen Dino? Kriegen wir den kleinen Dino? Oh mein Gott. Monster auswählen, den du mitnehmen willst. Oh mein Gott, wir haben unseren Pokémon-PC. Bills PC wurde freigeschalten, sozusagen. Jetzt können wir unser Monster rausholen. Also ich kann jetzt den kleinen Dino mitnehmen. Monstergehege, okay. Teams rausnehmen. Ja, ist mir alles klar. Gib mir mein Team! Monster wechseln. Ah, wir haben eins. Das aus dem Gehege rausnehmen. Das nehmen wir und nehmen es mit. Ich glaube, links ist mitnehmen. Oder? Haben wir es jetzt mit dabei? Ich hoffe es. Okay, es gibt auch eine Waffe im Maschinenraum. Die holen wir uns auch noch. Jetzt haben wir ein Monster. Eine Waffe gleich, wenn wir sie holen. Läuft bei uns. So, seine Kiste, hat er gesagt. Unverschlossen. Zypressenstab. Oh, wäre unsere erste Waffe. Aber wie gehe ich ins Menü? Hier? Zauber auswählen. Ausrüstung. Beißer. Zypressenstab. Wir haben die Waffe dem Monster ausgerüstet. Das Monster trägt nun die Waffe. Wie geil ist das denn? Wusste ich auch nicht mehr. Oh, wie cool. Bereit zum Kampf? Ja. Es gibt hier eine Menge Schleime. Okay, ein bisschen nähern, dann müssten. Jederzeit kann man den Spielstand speichern. Okay. Ich weiß zwar nicht, ob ich es hier auch speichern kann. Oh, das Slimy. Wir rennen zu ihm rein. Wenn wir ihn berühren, genau, geht der Kampf los. Und genau so läuft es dann ab. Oh, ich habe das Spiel schon eh nicht mehr gespielt. What the fuck? Ah, Gott. Wir wollen natürlich kämpfen. Oh, aber One Hit. Wir bekommen Erfahrungspunkte. Geld natürlich auch. Also unser Monster kann sich natürlich Level entwickeln, glaube ich auch. Und eben auch, wie gesagt, fusionieren. Ne? Du kannst gegen Monster kämpfen, aber kannst auch für dich gewinnen. Ich rede von Werben. Und ja, wir wollen auch Monster fangen. Ne? Werbenbefehl. Genau, wenn man. Das ist wie ein Pokémon. Wenn du das Monster ein bisschen schwächst, also angreifst, dann hat es ein bisschen Respekt vor dir und dann bleibt es eher bei dir, als ja, wenn du es einfach nicht angreifst und das Monster denkt, du bist komplett unwürdig. Ne? Also muss schon ein bisschen krass sein, ne? Wir werben jetzt den Slime. Wir versuchen. Ah, war jetzt kein hoher Damage. Reicht das, um ihn anzuwerben? 45%? Ja, wir haben den Slime gefangen. Also du musst möglichst viel Damage in ihn reindrücken, damit er halt, ja, bei dir bleibt. Wie gesagt, ist wie so. Ist wie. Ja, ist wie das Pokémon schwächen einfach, ne? Dem Pokémon zeigt, dass du das Stärkere bist. Wir haben jetzt Slime gefangen, Alter. Mein Monster drin ist im Kampf. Okay, also müssen wir jetzt noch mehr fangen, looten, leveln, fusionieren später. Wie gesagt, bla bla bla, neue Ausrüstungen
ausrüsten und so weiter und so weiter. Und dann beginnt es halt das Dragon Quest Serie immer der Slime, das erste Monster, ne? Das man auch bekämpft und so weiter. Aber ich habe so Bock, das Spiel gerade zu spielen. Ich habe gerade so Bock, Leute. Ich habe so unglaublich Bock, das Spiel zu spielen. Aber ich muss wissen, ob ihr Bock drauf habt. Also wir haben jetzt eine kleine Story gesehen, in-game. Wir sind als blinder Passagier rumgefahren, wollten zur Weltmeisterschaft, sind aber abgestürzt im Dschungel, müssen jetzt alle retten, haben dafür ein Monster bekommen, Items bekommen, wir haben ein Monster gefangen. Und wie gesagt, diese zwei Monster, die wir jetzt haben, könnten wir miteinander fusionieren und da kommt ein neues Monster dabei raus. Wahrscheinlich dann ein Drachenschleim, weil wir haben einen Drachen und einen Schleim. Und es gibt halt unzählige Kombinationen, das Spiel ist einfach der Oberhammer. Wenn ihr sagt, yo, mir ist die Grafik egal, das Spielprinzip klingt mega gut, gebt einen Daumen nach oben, dann spiele ich das Spiel weiter. Schreibt auch gerne Meinungen in die Kommentare und so weiter und so weiter. Und wenn du sagst, yo, Rabbit, spiel auch mal das Nintendo DS Spiel, schreibst du auch in die Kommentare, ich bin sehr gespannt. Jetzt auf der Endcard gibt es die Playlist, wo alle bisherigen, ne, Rabbids Retro Action, habe ich das Format genannt, Videos drin sind. Schaut da gerne mal rein. Und sonst, Leute, viel Spaß, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.